wunderschönen guten Morgen hier und willkommen hier bei Plants vs. Zombies Teil 2. Ja, wir schauen direkt in Level 1.12 rein. Und ich bin schon sehr gespannt, was mich erwarten wird. Okay, da hinten kommt der Schlägertypi. Ich überlege, was wir nehmen sollen. Wir brauchen einen, der bei den Kamelen recht gut arbeitet. Deswegen würde ich sagen, lasse ich unseren Krauti mal weg und nehme stattdessen den etwas teuren Lasertypi unten. Ach, guck mal, hier kann ich umwechseln. Ach, nehmen wir Schleife. Obwohl, Party sieht besser aus. Dann nehmen wir noch ihn. Ihn zum Blocken. Und damit es unterwegs auch schon ein bisschen Schaden gibt, nehme ich ihn noch für die Strecke unterwegs. Okay. Pflanzen. Gut. Ich würde sagen, die Lane machen wir voll mit unseren Sonnenpflanzen. Da direkt dahinter kommen die Laser, damit die einfach genügend Chance haben zum Arbeiten. Und ja, davor machen wir Mais. Und da davor die Drachen. So als Wall. So, da oben gibt es auch Mais. Und dann haben wir schon fast unsere Lane hier voll mit unseren Anfangspflanzen. Okay, sehr schön, wir haben es geschafft. Ja, wirst du mir mal meine lassen. So, ich will noch einmal. Okay. Und dann müssen wir auch schnell probieren, die Tombstones wegzukriegen. Oh, wird der eine wohl hier mal ordentlich? Dankeschön. Endlich hat die Wahrscheinlichkeit auch mal getan. So, und bei dem mit dem Eimer brauchen wir jetzt natürlich hier einen Laserstrahl, oder? Nehmen wir den hier mal. So. Das sollte eigentlich genügend Schaden machen. Ich hoffe, das geht. Und meine Taktik geht auf. Dann können wir hier auch noch einmal. Da kommt eh gerade Kameli an. Okay, hier setzen wir einmal ein. Und setzen eine Drachenpflanze auch ein. So. Ich bräuchte neue Laser. Die nehmen wir doch mal nach oben. Oh, da kommt eine Riesenarmada. Na, du wusstest doch wohl nicht. Da setzen wir auch noch einmal Drache ein. Ich brauche noch ein bisschen Kohle. Schön. Komm, noch ein bisschen Sonne. Wo ist die Sonne? Dankeschön. Da unten kommt auch noch mal ein Kameli. Ah, okay. Die zweite Lane hat ein bisschen ein Problem. Meine Sonne. Okay, die haben wir überlebt. Aber unten sieht es gerade nicht schön aus. Da würde ich, glaube ich, hier einmal... So, einmal so auflösen. Dann können wir hier noch einmal. Und jetzt bräuchte ich noch mal ein bisschen Kohle. Dankeschön. Und jetzt können wir hier den auch einsetzen. Okay, wir haben einen Sandsturm. Ich bräuchte noch mal einen Steini für die Sublane. Komm. Sieht aber bisher eigentlich nicht schlecht aus.
Wir können ja schon mal unseren Drachen hier unten hinsetzen. Da kommt schon mein Stein, den ich will. Dankeschön. Der eine oben war natürlich ein bisschen arg blöd gesetzt. Aber er soll es eigentlich schaffen. Hier einmal. Jetzt fängt langsam an, wieder das Spiel so ein bisschen Probleme zu machen. Okay, schauen wir mal, ob der oben... Wie sieht's aus? Ich brauche noch... So, also jetzt sollte eigentlich genügend Schaden mal fürs Erste da sein. Aber da kommt schon die nächste große Welle von Zombies. Krass. Also bei dem Level haben sie sich wirklich Mühe gegeben, einem das Leben richtig schwer zu machen. Okay, der Sarkophag ist vorbei. Ach, ich habe ja noch meine Bodenplatten und die habe ich gar nicht mehr gedacht. Soll ich die lieber vielleicht direkt an den Steinen hinbasteln, oder? Damit die nicht ganz so weit nach vorne kommen. Oh, okay, da brauchen wir einen Ersatzstein. Aber es sieht gut aus, komm. Jetzt vielleicht noch ein Diamant in dem Level. Dann bin ich eigentlich zufrieden. Noch mal ein bisschen Sonne. Komm, heppa. Da ist Sonne. Da oben können wir noch mal einen hinsetzen. Wenn sie sich schon so die Mühe gemacht haben, da durchzukommen. Der eine Sarkophag unten, der läuft jetzt auch drüber. Okay, und Level geschafft. Schaltet die Pyramide der Verdammnis frei. Haben wir geschafft? Und ich frage mich, was für eine Verdammnis bekomme ich da wohl? Tetraeder sind zwar Pyramiden, aber diese ist keine platonische. Dies ist kein platonischer Körper. Entschuldigung. Ich bin so hungrig, ich könnte einen platonischen Körper verdrücken. Benutze Dave, das ist auch kein Taco-Salat. Gut, wir haben eine neue Endloszone bekommen. Uns lief eigentlich gar nicht schlecht, also mit der Taktik sind wir eigentlich recht gut durchgekommen. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und dann sehen wir uns morgen zum nächsten Level. Entweder machen wir dann ja, das Endlos-Level oder... ja, schauen wir mal. Die Endlos geben immer echt gut Diamanten ab. Okay, Pyramide der Verdammnis ist da. Das war Level 1.12 war's. Und ja, wir sehen uns dann morgen zu 1.13 oder zum Endlos-Level. Bis dann, ciao, ciao.